Ja, BMW M340i gegen Evo 8 MR. Bahneinstellung eine 11,25 gegen eine 13,76 auf Bahn 2. Ja, Audi A1 1,4 Liter TFSI, lass ihn heile, gegen Golf 5 GTI. Bahn 2 fährt hier eine 14,65 gegen eine 16,15. Fiat Punto Abarth gegen Chevy Camaro Cabrio. Warte mal. Achso, der spritzt Wasser vorne ein, das ist nur Wasser. Okay, alles klar. Das ist für Kühlung. Da ist was kaputt gegangen. Ja, der Fiat fährt jedenfalls eine 14,01 und Bahn 2. Da 1-2-1 mit Faltdach. Er hat gesagt, er hat hier so ein bisschen runtergeschraubt, weil das Faltdach dreht sich immer so auf. Bahn 2 fährt hier eine 12,94 gegen eine 18,26. Ganz schön knappe Kiste. Von Mustang jetzt gegen Serion Cupra 300 mit Allrad. Hoffen wir. Aber die Kombis haben eigentlich fast immer Allrad. Ja, ist Allrad. Mit dem Cupra eine 12,57 gegen eine 15,05. Der nächste Seat Leon Cupra ST. Gegen BMW 530 Diesel. Und die Jungs, die dahinter standen, haben jetzt 5 Jahre ihres Lebens verloren. Fährt ihr mit dem BMW
eine 12,22 gegen eine 12,53 auf Bar 2. Vectra C20 LED. Ohne Burnout. Das habe ich noch nie gesehen bei dir. Gegen Serien Cupra 300. Fährt ihr mit dem Vectra eine 13,93 gegen eine 13,65 auf Bahn 2. Hyundai i30M gegen Opel Astra F Turbo. Hier riecht es ein bisschen nach Kupplung. Und es ist definitiv nicht mein Sonnenschutz, ey. Ui. Eine 12,84 auf Bahn 2. Audi A4 B6 1.8T gegen Golf 5 GTI. Gegen eine 15,31 auf Bahn 2. Das war eine knappe Kiste. So, ach, guck mal, BMW M340i, auch gestern schon den ganzen Tag gefahren. Gegen, oder hat er einen harten Gegner, E36 Kompakt. Defekt. Schade. Oh, da hast du aber einen harten Gegner. Chevy Monte Carlo Turbo. Gegen eine 12,69. Hat aber für sich entschieden, der BMW. Ja, mit dem Honda hat der Golffahrer aber keinen leichten Gegner. Das ist ein B-Motor, B18, aufgebaut auf 2 Liter. Ist ein richtiger Frankenstein. Hat richtig Leistung. 260 PS, kaum Gewicht. Fährt hier gegen Golf 5 GTI. Muss dann noch dein Fenster zumachen und dann sind wir alle glücklich und haben riesen Spaß hier. Gegen eine 13,09. Na, Ingo fragte mich, muss der keinen Helm tragen in dem Honda? Nein, das Auto ist wirklich angemeldet. Jetzt erlebe ich das, wir gehen noch vor Ort.
Audi TT 1.8T gegen Passat 3C, da kann alles Mögliche drin hängen. Aber es ist ein R36. Also Passat R36. Achtung, lauter hinten!